Bruder, ich wurde heute verarscht. Ich dachte, wir drehen ein Video bei Chardas Bäckerei. Ich muss einfach 90 Döner essen heute wieder. Und ihr könnt nichts dagegen unternehmen. Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute drehen wir eine Iftar-Döner-Tour durch Berlin. Mit dabei! Z. Babaleschka von AK, der Dönerfresser. Chago AK Z vor 6 Jahren, bevor er AstraZeneca bekommen hat. Bleibt auf jeden Fall dran. Am Ende des Videos gehen wir in Charles seine Bäckerei. Ich habe eine Bäckerei. Ich bin auch dabei. Der Jonesy. Unsere erste Station, Emil Sade. Und hier gibt's Döner und Grillteller. Wie geht's? Gut, danke schön. Und dir? Ich habe sehr viel Hunger. Oh, Emil Sade Teller ist perfekt. Lecker, lecker, lecker. Hat jemand einen Eidambrum bestellt? Freunde, guckt euch das mal an. Was passiert hier? Auf unser Lachmajun kommt Kaschatpenis. Ja. Ab in den Ofen damit. Genau diese Farbe ist es. Der kommt ganz, ganz gefährlich, Jackson. Bruder, das ist ein Champions-League-Teller mit einem Champions-League-Kader. Burger? Na klar, Cheeseburger. Piresola mit Ketchup. Ach du Scheiße. Wolla, kennst du bei Yu-Gi-Oh! Diese? Warte, beiß mal wie du mal rein. Zwei sehr, sehr gefährliche Männer. Diese Kombination. Guck mal hier, Brack. Wie ist dein Burger? Wallah, back sehr gut. Ich schwöre auf alles. Richtig lecker, saftig. Ein guter Burger. Töfte mit Ketchup. Auf jeden Fall. Assalamu alaikum, come to my life. Unser Döner ist bereit, meine Damen und Herren. Und guckt euch das mal an. Ein guter, typischer Berliner Döner. Z-Baba, lech kafa. War wie gut. Erfolgreicher Döner, erfolgreicher Laden. Wir machen weiter. Ist das jetzt der neue Übergang, ja? Ja. Die nächste Station unserer Döner-Tour, Allem. Und hier gibt's geilen Hähnchendöner. Was geht ab? Ich erzähl die Geschichte, wie dieser Laden entstanden ist. Jeder, der aus Rudow, Neukölln, Kreuzberg kommt, kennt Ballem. Dieser Laden hieß früher auch Ballem. Ist ein mieser Wind von rechts gekommen, diese B ist runtergefallen, bis heute wurde nicht gefunden. Wenn du da draußen ein B finden solltest, melde dich. Hallo, wie geht's euch? Alles gut? Mach uns mal den besten Chicken-Döner, den du je gemacht hast. Guckt euch mal dieses knusprige Fleisch an, meine Damen und Herren. Ich bin Alligator, Hassan Alligator. Was machst du? Wolltest nicht mehr mit Rappen? Wallah, es wirkt auf kein Beat, Leute. Oh mein Gott, Bruder, was passiert hier? Unsere Soßen kommen hier auf den Döner. Hähnchenfleisch, bisschen Zwiebeln. Ein bisschen Eisberg, so. Schafskäse hier drauf. Ein bisschen Zitrone, so. Oh. Und fertig ist unser Döner. Ich küsse dein Herz. Ich grüße Engin und Ozan. Ozan ist doch hier? Ja, aber mein Freund Ozan. Ich grüße meine Schwester Flutra. N-I-L-L. 9 von 10. Wop. Chardash. Schlups. Ich bin Alligator. Erstmal ist ein Pommes. Lecker, lecker. Jemand ein Fotoshooting bestellt? Kennen Sie noch? Wer hat am Mittwoch? Guten Appetit. Ich hab gemacht. Wie heißt du? Ozan. Was? Du heißt Ozan? Ja. Mein Bruder, Wallah. Darf ich einen grüßen? Ja, klar. Ich grüße Ozan. Allem sehr, sehr erfolgreicher Döner. Wir machen weiter. Unsere nächste Station, Tandit, und hier gibt's Yabrak-Döner, Burak. Was sagst du, Tandit? Sehr lecker. Folgt mal auf Insta, Ahmed Berlin mit 3D. A-H-M-A-D-D. Unser Döner ist bereit und guckt euch das mal an, meine Damen und Herren. Wunderschön. Soßen 10 von 10, Fleisch 7 von 10, Brot sehr knackig. Enners in London. Harbi-Fleisch. Erfolgreicher Döner, wir machen weiter. Unsere nächste Station, Mira auf der Hermannstraße. Unser Döner ist bereit, Jackson. Ich bin auch bereit. Habe Bune, ja. Eines der weichesten Brote, die ich hier hatte bei einem Döner. Set. Das ist der beste, den wir heute gegessen haben. Unsere Tour geht weiter. Bruder, Döner schön und gut. Aber wollen wir nicht langsam auch in meine Bäckerei gehen? Ich bin nur deswegen hier. Bruder, weißt du, auf was ich richtig Bock habe? Auf was? Auf Sucuk. Yo, moin Leute, wir sind im nächsten Laden Söhner in Kreuzberg. Söhner macht schöner. Wir haben hier unseren Döner aus Sucuk. Einen aus Sucuk. Ich will hier einfach reinbeißen, ohne schneiden. Darf ich das? Wann du willst. Geht das, ja? Oh mein Gott, Alter. Unsere Bowl wird hier zubereitet. Guckt euch das mal an. Ein bisschen Käse kommt da drauf. Ein bisschen scharfe Soße. Ein bisschen Zwiebeln. Ein bisschen Eisberg. Jalapenos. Ein bisschen Fleisch. Und fertig ist unsere Bowl. Döner-Tour, oder? Der Bruder dreht nebenbei seine eigene Food-Tour. Er hat sich Kräfte geholt. Er hat sich das geholt. Und er hat vorher noch einen Döner gehabt. So meinte, der kennt sich gar nicht. Foto mit dir machen. Natürlich, Bruder, natürlich. Wie heißt du? Bilal. Jackson. Jojo. Ist das Sucuk? Einer der schönsten Spitze weltweit. Und keiner kann was machen. Niemand.
Also wer auf Sucuk steht, ist hier bei der richtigen Adresse. Chago? Wie sagst du mal wie Ali Osman? Ich sag mal so, das Ding ist, der Söhner weiß, dass der ein Söhner ist. Und der Döner, der weiß auch, dass der ein Döner ist. Das Ding ist, wenn der Döner kommt, dann verschwindet der Söhner an. Ne? So, das Ding ist vier Finger Mexican Style. Abo, der hat den 1 zu 1 nachgemacht. Oder mach mal über Carsten Stahl. Ecke Benz, der Carsten Stahl aus Neukölln. Wenn ich dir sage, dass der Söhner mit Käsesoße ist, ja, was macht das mit dir? Söhner, sehr, sehr erfolgreich. Unsere Tour geht weiter. So, der nächste Laden, U-Bahnhof Warschauer Straße. Im U-Bahnhof drinne. Keep me up. Wie geht's, Cousin? Alles gut? Chago redet seit 5 Tagen über deinen Dönerladen. Achso, mein Bruder. Also wenn ihr zufällig auf der U1 seid in Berlin und Hunger auf einen Döner habt, komm vorbei. Unser Döner wird hier geschnitten. Ja, du bist für den Asim. Soße kommt hier aufs Fleisch. Ich sehe das zum ersten Mal in Berlin. Die haben Weißkohl. Unser Döner ist bereit, meine Damen und Herren. Guckt euch das mal an. Wenn einer euch fragt, was ist Berlin, dann machen wir so. Hat schon andere Vibes, einen Döner am U-Bahnhof zu essen, Bruder. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Es geht weiter, meine Damen und Herren. Unser vorletzter Spot für heute, Hakiki in Wedding. Herzlich willkommen. So, wie soll sein? Mach dir mal, wie du ihn isst. Unser Fleisch kommt auf Döner rauf. Aber natürlich. So, kommt ein bisschen Zwiebeln über. Sumak, Chili-Pulver, bisschen Eisberg, Rotkohl, Zitrone noch und etwas Salz. Er hat den halben Laden reingemacht. Ja. 10 von 10. Das ist die Berliner Landkarte. Echt? Kennst du den typisch Berliner Dönergeschmack, Bruck? Weiß verwendete Satz heute. Oh shit. Wenn du nach dem 10. Döner noch Geschmacksknospen in deinem Mund hast, dann heißt das, dass der Döner gut ist. Wallah. Das ist so typisch Berlin. Jonesy? Ich sag mal so, das Ding ist, der weiß, dass der ein Klassiker Berliner ist. Auch nicht und so. Für das Ding normalerweise, die Axt liegt nicht zufällig hier. Auch nicht und so. Jetzt gehen wir in die Bäckerei von Chago. In der Chago-Bäckerei gibt's so manche Leckerei. Auch nicht. Endlich ist es soweit, meine Damen und Herren. Wir sind bei Bäckerei Elida. Ja, da ist passiert. Oh. Er hat einen botanischen Garten gemacht aus dieser Bäckerei. Hast du den gemacht? Oh mein Gott, war da mal direkt eine. Hier entsteht jetzt der beste Kaffee in ganz Berlin. Was machst du da? Warum lachst du denn? Wow. Ist alles perfekt. 75% Arabica, 25% Robusta. Bist du Italiener oder Kurde? Italienischer Kurde. Jetzt kommt der Espresso hier rein, mein Bruder. Spaß beiseite, das sieht gerade sehr, sehr geil aus. Oh mein Gott, Bruder. Ich bin erstaunt von Chago. Jeder Chef macht das Gleiche. Immer diese Ärmel nach oben krempeln. Ich habe sogar normalerweise noch hier ein Tuch. Der ist krass. Bruder, Walla gut. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Guck dir das an, Jackson. Warte, ich guck's mir an. Okay. Jetzt essen wir diesen Kuchen in der Barfußstraße 5 in Wedding. Hast du deine Schuhe aufgezogen? Mmh. Oh mein Gott. Kein Spaß. 10 von 10. Wallah, das schmeckt krass. Jonesy? Sieger des heutigen Abends. Chago, sein Kuchen. Das Ding ist, du musst Like tippen und dann Kommentare aktivieren. Ne? Und so. Weil Leute, die Angst haben vor Kommentaren, die wissen, dass da ein Kommentar kommt, dass die vielleicht abfuckt. Ne? Und so. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, oder Jungs? War richtig lustig. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr noch mehr aus dieser Konstellation sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und Kakao.